So, auf Wunsch hin noch etwas extra Content. Wie gesagt, ich habe noch andere Online-Charaktere und die sind nicht besonders oder so, aber ich zeige einfach noch her, was ich da habe. Die Namen. Denkt einfach nicht über diese Namen nach, sonst bekommt ihr einen Gehirntumor. Zwei Zauberinnen, eine Eismagierin, LeBlanc, und eine Donnermagierin, eine Blitzmagierin, Wulibärin. Die Amazone hat noch keine großartige Spezialisierung gehabt und die Assassine auch nicht. Aber ich zeige einfach mal her, was ich da habe. Also die Zauberin ist sogar halbwegs interessant, aber alles andere, so, Erstellname des Spiels, 1, 2, 3, 4, 5. Spiel erstellen. Und sie, Nicht in der was, Stadt. nicht in der Stadt. Sie ist, ach Gott, ich zeige einfach mal, es ist großartig. Ich habe mit diesen, bevor ich wieder mit dem Let's Play angefangen habe von Diablo 2, habe ich vor allem halt online ein bisschen was gespielt und guckt euch an. Ganze Ding voll mit irgendwelchen Edelsteinen, die ich sowieso nie verwenden werde. Aber hey. Cool, nicht? So, ausrüstungstechnisch. Plus 3 Zügler, Gewitter, Blitz, Widerstand. Stab ist eigentlich nichts zu Besonderes. Die ganze Ausrüstung ist für den Arsch. Um genau zu sein. Das ist ja sehr interessant. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, nee, beides ist ziemlich schlecht. Charakter, die Skillung. Eins in Wärme. Wärme gibt zusätzlich Mana-Regeneration. Und der Rest in Kettenblitz, Blitzbeherrschung. Ihr seht, Blitzschaden plus 278%. Kettenblitz macht einen sehr geringen, niedrigen Mindestschaden, aber dafür einen sehr, sehr hohen Maxschaden. Und funktioniert ganz gut mit Combo-Blitz und Blitzschlag zusammen, einfach von der Levelung her. Ihr seht es unten. Und Nova. Ja, doch, genau. Also es ist auf jeden Fall wirklich sehr stark für Gegnerhorden. Ketten bis ich werde es einfach gleich mal herzeigen. Problematisch ist es nur. Ja, Bürger. Ja, Bürger. Problematisch ist es nur bei einzelnen Gegnern und Endbossen. Dann nimmt man dann lieber den normalen Blitz. Oh, war ich schon so weit? War ich schon Schlucht der Magier mit ihr? Interessant. Wie weit ich schon gekommen bin. So, ihr könnt sehen. Also man kommt wirklich relativ stark da durch. Die werden alle so richtig schön dahin gerafft. Oh, das ist einfach traumhaft. Oh Gott, was jetzt problematisch wird, vor allem auf Albtraum, dass Gegner sehr, sehr häufig Resistenzen haben, die mich dann irgendwann an den Punkt bringen, vor allem diese Mistkäfer, ich hasse sie, die dann irgendwann an den Punkt bringen, wenn jeder Gegner auf Albtraum hat, glaube ich. Oder fast jeder hat eine Resistenz. Und wenn es dann zufällig halt, ne, Blitzwiderstand ist, dann ist es so. Fragt man sich jedes Mal so: Mensch, Spiel, musste das sein? Können die nicht einfach alle nicht. Ein wunderbarer Edelstein. Können die bitte nicht einfach alle nicht Blitzwiderstände haben? Ansonsten kommt man hier, also ihr seht es, massivst gut durch. Aber wenn dann halt diese Gegner kommen, am besten einfach ignorieren. Es ist einfach so. So. Sowas, ich sag ja, sowas ist relativ einfach. Einfach ein bisschen Abstand nehmen. Nehmt euch einen Begleiter, der Nahkämpfer ist. Sei es jetzt der Barbar oder der Soldat aus Lut'Gulain. Ich würde auf jeden Fall den Soldatenbefehl nehmen. Jemand, der eine gute Verteidigung hat. Der euch einfach sehr viel einstecken kann, wenn ihr im Hintergrund steht. Und die ganze Zeit Shit draufballert. Und jetzt zeige ich euch das Coolste einfach an der. Oh ja, oh ja. Ihr könnt euch einfach mal durch die komplette Karte durch. So kann man dann auch schnell ein Gebiet freimachen. Sollte man nicht höher als. Oh Gott, oh Gott. Man kann sich natürlich auch ein bisschen damit in die Bredouille bringen. Aber das ist halt das Coole an der. An der Blitzzauberin. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Darum habe ich sie auch als höchstes gelevelt. Von allen Charakteren, die ich hatte. So, dann zeige ich gleich mal. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas habe, was ich hier großartig herzeigen kann. Ich spiele gerade auf Albtraum, zweithöchste Schwierigkeitsstufe, und es geht eigentlich noch relativ gut. Ich denke, Hölle, wenn sie dann alle irgendwie Resistenzen haben, könnte interessant werden. Aber ich denke, soweit werde ich nicht mehr spielen in nächster Zeit.
weiß nicht, ob großartig Diablo 2 spielen werde. Ich bin zufrieden, dass ich das Let's Play durch habe. Und ich finde, das Let's Play ist tatsächlich sehr gut geworden. Bin meistens nicht so zufrieden mit Let's Plays, aber Diablo 2 und Diablo 1 sind beide relativ gut geworden, obwohl ich massiv viel gefailt habe. Okay. Ja, das ist mein Inventar. Was ist das denn? 50 Schaden an Untoten. Das ist ja geil, dass ich das dabei habe. Tut mir leid, dass ich dich auf den Boden geworfen habe und ich nie wieder aufsammeln werde. Okay, Charakter Nummer 2. Ich habe ein T-Shirt in meinem... Ein Loch in meinem T-Shirt. Schauen wir uns doch mal die Eiszauberin an, die noch nicht so viel kann, aber auch niemals an den Punkt kommen wird, dass sie irgendwas kann. Die kann sich auch teleportieren. Mit der Eiszauberin geht man im Prinzip irgendwann auf Blizzard. Soweit bin ich halt noch nicht. Ansonsten, viel kann man mit ihr nicht machen. Außer jetzt, vergessene Stadt. Oh, die Sonne ist noch verdunkelt in diesem Szenario. Komm mal her. Ja, man geht auf Blizzard. Blizzard ist dann eine mächtige Eiswolke, die ganze Zeit heruntergesegelt kommt. Und ansonsten ist man jetzt halt so die ganze Zeit... Meow. Eis, 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 zerspringen lassen, Eis, Eis. Am meisten Sinn macht halt so eine Art Spielstil, wenn man Freunde hat. Ich weiß, ihr habt keine Freunde, aber mit denen man halt dann schön in der Backline stehen kann, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß drauf casten kann. So 1, 2, 3. Letzte Chance, gleich ist es vorbei. Ob ihr sie richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und mir hat der Blitzstil der Zauberin mehr Spaß gemacht zum Spielen. Ich denke, wenn man hier Blizzard hat, kann es auf jeden Fall sehr interessant werden. Wenn man die ganze Zeit irgendwelche Eiswolken runter segeln lässt. Aber so jetzt war es eigentlich auch ganz okay. Und dann, man skillt halt immer schön die Sachen hoch, die dann im Endeffekt Blizzard begünstigen. Natürlich Blizzard auf 20, der Kältebeherrschung auf 20 und dann noch Eisstoß, Eisblitz, Gletschernadel, ja. Die drei Sachen auf 20, einfach nur, um den Blizzard möglichst hoch zu bekommen. Feuermagierin, die ich nicht habe, ist glaube ich ausgelegt auf entweder auf Hydra oder auf Meteor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also von der guten Skillung her. Eins von beiden. Ich hätte Hydra herzeigen können mit meiner anderen Magierin, weil die den Stab der Hydra beherrscht. So. Ich kann es einfach mal kurz machen. Wir haben ja nichts zu tun hier. Stellt euch irgendein dummes Spiel. Wo ist es denn? Hydra. Gehen wir erstmal raus und töten die einfachen Zombies damit. Wenn ich den Weg nach draußen finde. Weil teleportieren kann ich mich hier nicht. Weil nicht in der Stadt. Ich kann nicht. Nicht hier. Stirb. Zeit zu sterben. Stirb. Das ist Hydra. Kann man jede Menge beschwören. Kann nicht angegriffen werden von den Gegnern. Ist also von daher relativ... Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie nützlich das ist, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Aber es scheint auf jeden Fall so weit zu gehen, dass man damit durchaus einiges machen kann. Ich meine, die sterben jetzt alle mit einem Angriff. Aber... Ich weiß nicht. Okay. Dann habe ich noch Yorick Mori. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas Besonderes hat. Ob ich den ein bisschen anders geskillt habe als den in meinem... Guten Tag! Seid gegrüßt. Nein. Ich habe verstanden. Nein. Questlogbuch. So, ist klar. Hast du irgendwas an besonderen Skillungen, mein Guter? Ich glaube, den habe ich ziemlich genauso gelassen wie auch jetzt in meiner Solo. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Nidalee. Spiel erstellen. Die Karawane ist bereit. Cool, wir können nach Osten. Jägerin kann man auf 3 Sachen skillen. Entweder auf Nahkampf, so mit Valkyrie. Valkyrie ist, glaube ich, Valkyrie ist eine zweite Amazone quasi, die mit einem an einer Seite kämpft. Was ist das denn? Kritischer Treffer. Ja, genau, das ist eine passive Fähigkeit, die eine
natürlich einen kritischen Schlag erhöht, beziehungsweise die Chance gibt, kritischen Schlag zu machen. Und ansonsten, wenn man sie auf Bogen spielen will, vor allem der Kältepfeil, nicht der Eispfeil, weil der Eispfeil bekommt... Warte mal, was mache ich hier? Kältepfeil, Eispfeil? Ich habe irgendwo gelesen, es gab irgendeinen Grund, warum man den Eispfeil nicht nimmt und den Frostpfeil auch nicht, aber den Kältepfeil stattdessen. Und später halt auf den Streupfeil, der dann mehrfach Schuss gibt. Der dann, ich glaube, damit kann man bis zu 20 Ziele gleichzeitig angreifen. Ich kann jetzt mal hier zurück. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend, wenn ich jetzt herzeige, was die so Geiles kann. Meine gute, kleine, geile Amazone. So, auf geht's. Nee. Also, nein. Äußeres Kloster. Nein! Äußeres Kloster. Ach, guckt euch einfach mal an, was die für einen Arsch hat. Holla, die Waldfee. Und dann bedeckt sie auch wirklich nur mit so einem kleinen, süßen Ding. Und das ist dann alles. Das ist alles, was ich da die erste Zeit gemacht habe. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ich brauche Mana. Gott sei Dank hast du keins mehr. Und ansonsten greift man halt normal mit ihr an. Auch für sie als Fernkämpferin wäre da natürlich ein Begleiter aus dem zweiten Akt besser. Aber natürlich hat man nichts anderes. Die hat so massive Brüste, das ist einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn man die Legenden um Amazonen kennt, ist es relativ interessant, weil Amazonen haben sich ihren Busen eigentlich abgeschnitten, um ihren Bogen besser führen zu können. So ist es der Legende nach zumindest. Von daher ist es eigentlich ziemlich unrealistisch, dass sie so groß hat. Tolle Ausrüstung auch wieder bei ihr. Und die Kappe ist sogar recht interessant. Ja, das war's auch. Wie gesagt, ich hab euch nicht viel versprochen. Ihr werdet trotzdem enttäuscht sein von meinen Charakteren, dass die halt nichts Besonderes drauf haben. Und so, jetzt haben wir jetzt noch meine Assassine, die ich auf Nahkampf geskillt habe, was halt auch wieder langweilig ist. Die kann man nämlich auch wieder so auf drei Möglichkeiten skillen. Einmal auf Nahkampf, einmal auf Fallen. Warte, das ist Nahkampf, was ist das? Ah doch, Nahkampf und Fallen. Zwei Möglichkeiten dann, alles in allem, denke ich. So, was mit der Assassine geil ist, die hat auch richtig schöne Hüften. Was halt relativ geil ist mit ihr. Den Shit anmachen, man ist so schnell damit und man ist wahnsinnig schnell mit ihr unterwegs. Das kann ich auch so machen. Also, nee, 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 genau. Und viele ihrer Fähigkeiten basieren halt darauf, dass man sich eine Fähigkeit auflädt, oder beziehungsweise Nahkampf. Zum Beispiel jetzt andersrum. Jetzt, ihr seht, da laden sich diese Dinger um sie rum auf, wenn ich rechtsklick auf die Leute klicke. Und jetzt, wenn ich linksklick auf jemanden klicke, entlädt sich das Ganze für einen mächtigen Schlag. Das muss man halt, beziehungsweise das kann ich auch schon früher entladen lassen. Aber es ist halt, es ist nice. So, dritter Schlag, pam. Kann ich gar nicht die Fallen herzeigen, die sie hat. Oder Moment, kann ich vielleicht eine zeigen gerade mal? Nee, kann ich nicht, schade. Sie errichtet halt solche Fallen, in Anführungsstrichen, einfach solche komischen Gerätschaften, die dann auf dem Boden rumliegen, die dann Feuer ausspucken oder Blitze. Sind eigentlich auch, wie gesagt, ist auch eine legitime Strategie mit ihr, nur, dass die auf höheren Schwierigkeitsstufen nachlassen, soweit ich weiß. Ich weiß es natürlich nicht genau. Soweit ich weiß, sowas früher zumindest, war auf jeden Fall die Zauberin tatsächlich die beste. Zauberin und Barbar, glaube ich, waren die besten, um irgendwie durchs Spiel durchzukommen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob es dann balanceder ist, alles in allem. Aber, jo. Piu, piu, piu. Eins, zwei, drei. Und ne, drei. Und dann hat man den letzten oder immer so Pion. Also mit ihr kann man auch relativ viel Schaden anrichten. Relativ viel Chaos. Professor Chaos. So. Jo, mehr kann ich glaube ich auch gar nicht hier so. Ja, das ist, ich habe ja gesagt, ich habe nichts Besonderes. Meine Zauberin, die war ja wirklich interessant, aber der Rest ist so. Ich habe es immer nur so ein bisschen gespielt. Wir haben immer nur so bis Akt 2 gespielt und so. Boah, lass mal einen anderen Charakter ausprobieren. Okay, okay. Ich bin nichts. Okay.
Aber ja. Wie gesagt, das ist das, was ich noch so ein bisschen online hatte. Ihr habt darum gebeten. Ich habe gesagt, es ist nichts Besonderes. Bitteschön. Das waren meine anderen Charaktere, die ich noch so online ein bisschen habe. Und noch irgendwas, was euch interessiert an Diablo 2, was ich herzeigen könnte? Irgendwas, ich bin auch offen für Wünsche, Vorschläge. Außer, ich sag's gleich, man kann mal miteinander spielen, gerne, wenn jemand Lust hat und oder wenn sich auch mehrere Leute finden, kann man sicherlich mal, keine Ahnung, sich einen Charakter nehmen und da was durchziehen, aber nicht viel. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit, schlichtweg. Das würde, ach Gott, nee. Neben dem ganzen Let's Play, Stream, Leben, ja, ein Leben außerhalb. Nein, das würde einfach nicht funktionieren. Hoffe ich dann, dass auch Verständnis da ist. Aber ich denke, man kann sich sicherlich schon mal zu was arrangieren, dass man sich irgendwie an einem Wochenende oder so einfach mal ein paar Stündchen Zeit nimmt, dann rusht man den Akt durch, dann lacht man gemeinsam, sagt so, Mann, das war toll, das müssen wir irgendwann mal wiederholen und dann werden wir es nie wieder miteinander wiederholen. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.